letzten Videos haben wir über die Bergsprints gesprochen. Da habt ihr ein schönes Video gesehen und wisst jetzt auch Bescheid darüber. Und jetzt möchte ich gerne mal über die Dauerläufe sprechen, die man in den Bergen macht. Und bleibt bis zum Ende des Videos dran, da gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Also. Ja, der erste Vorteil ist, dass du eine ganz starke Grundlagenausdauer damit aufbaust, wenn du jetzt Bergläufe machst. Durch dieses Auf- und Ablaufen forderst du den Körper ganz anders, als wenn du das im geraden Gelände tust. Und da baust du natürlich in der Saisonvorbereitung sehr, sehr gute Grundlagenausdauer auf. Unbedingt ausprobieren. Auch die Bergsprints vielleicht mal mit einbauen, dass man die ans Ende von Dauerläufen legt. Ich habe auch in einem der Videos mal über die Steigerung gesprochen, wie man das halt machen kann. Und das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Der zweite Vorteil ist, dass du sehr gelenkschonend arbeitest letztendlich, dass du eine ganz andere Auftrittsbelastung hast, wenn du jetzt einen Berg hochläufst, als wenn du jetzt gerade läufst oder runterläufst. Und gerade durch dieses Bergauflaufen minimierst du letztendlich ganz stark das Verletzungsrisiko, auch gerade in der Saisonvorbereitung. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Der dritte Vorteil dabei ist, dass du letztendlich eine höhere Komplexität der Muskulatur beanspruchen hast letztendlich und ganz anders auf deine ganzen Muskelgruppen eingehst und ja, im Prinzip Krafttraining machst letztendlich beim Ausdauersport. Zwar nicht in der Form, wie man das mit Geräten umsetzen kann, aber du trainierst da schon die ja, laufspezifischen Muskelgruppen, die für dich sehr relevant sind und damit kannst du natürlich auch wesentlich schneller laufen. Beziehungsweise kommst schneller zu deinem Endziel in deinem Trainingsplan, wenn du das mit berücksichtigst. Ja, und jetzt kommt die kleine Überraschung. Ich habe für euch eine kleine Anleitung zusammengefasst und einen Trainingsplan geschrieben für Bergläufe und Bergsprints. Und damit ihr das alles mal auf ein paar Seiten zusammengefasst habt. Und alles, was du dafür machen musst, ist, du trägst dich hier in den Newsletter ein. Den Link findest du hier unter dem Video. Habe ich dir nochmal reingestellt. Und dann kriegst du auch noch die Intervalltraining-Erfolgsanleitung. Mit der du dann auch nochmal in 10 Seiten dann das Intervalltraining zusammengefasst bekommst und dir da auch einen Überblick verschaffen kannst, wie das Ganze funktioniert. Gerade für Laufansteiger ist das sehr interessant, aber auch für ambitionierte Läufer, die sich da nochmal ein bisschen weiterbilden wollen und nochmal neue Inhalte haben möchten. Und ja, dann kriegst du beide Anleitungen zugeschickt per PDF und per Download-Link dann letztendlich und dann kannst du dir das runterladen. Den Link zum anderen Video, den verlinke ich dir hier oben mal. Und dann wünsche ich dir noch viel Spaß hier auf dem Kanal. Vergiss dich, den Kanal auch zu abonnieren. Und dann noch weiterhin viel Spaß auf YouTube. Bis bald, euer Uli. Tschüss.